Das ist der erste Mountainbike Weltcup Cross Country von der Saison 2015 im tschechischen Nové Mesto. Extrem viele Zuschauer ist man sich gewöhnt in Nové Mesto durchs Biathlon-Stadion, oder erstellt worden ist, hat es auch genug Fassungsvermögen. Am Start sehen wir Florian Vogel bereits vorne weg. Aber wie sich gehört, wenn der Nina Schulter am Start geht, geht er jeweils am Start weg in die Offensive und kann bereits auf der ersten Runde eine kleine Lücke aufreisen. Auf der Verfolgung von ihm der Florian Vogel, dann der Julien Absalon und dann bereits der Jaroslav Kulhavi. Jaroslav Kulhavi ist dann auch der Erste, der zum Nina Schulter aufschliessen kann, angeführt von seinen Fans. Powern sie hier im längsten Aufstieg auf. Auf der Verfolgung der Julien Absalon, der zum Florian Vogel aufschliessen konnte. Die zwei haben sich lange Zeit abgewechselt in der Führung für die Verfolgung. Da sind wir nochmal in der Abfahrt. Die zwei Spitzenfahrer immer noch zusammen. Der Nino Schurter und der Jaroslav Kulhavi. Und das ist die entscheidende Stelle von dem erste Welke, der Jaroslav Kulhavi, tretet an. Der Nino Schurter kann kaum mehr nachfolgen. Und er powert nochmal rein. Im längsten Aufstieg, der Jaroslav Kulhavi, bereits oben am Kombinationspunkt, hat er über 15 Sekunden Vorsprung. Das sollte lange für die Abfahrt, die er vorher immer perfekt gemeistert hat. Für den Heimsieg, für den Jaroslav Kulhavi. Jawohl, da ist er bereits in der Einfahrt zum Biathlonstadion. Riesen Jubel bei ihm, Emotionen sogar auf dem Gesicht beim Jaroslav Kulhavi. Etwas, was man sehr selten sieht, aber umso schöner ist es. Auf dem zweiten Platz, jetzt in der Zieleinfahrt, man sieht am Saar zeichnet vom Kampf den Nino Schurter. Und dann die Fahrt vom Weltmeister, vom Julien Absalon, wo der Zuschauer applaudiert und wirklich eine riesige Stimmung gemacht haben. Da haben sie etwas vorgelegt für die nächsten Weltcup-Stationen. Nächste Woche dann im deutschen Albstadt. Das ist Podest, der Jaroslav Kulhavi. Vor dem Nino Schulter am Julien Absalon. Auf dem vierten Platz der Florian Vogel und auf dem fünften Platz der Matthias Flückiger. I'm very satisfied because it was my big goal this season, and I have a lot of troubles last year, a lot of health problems, so I'm very satisfied and I'm really, really happy. It's my biggest victory after Olympic Games, and yeah, we will celebrate tonight. And fünf Schweizer, also in der Top 10, zweiter Platz für Nina Schurter, vierter für Florian Vogel, fünfter Matthias Flückiger, sechster der Ralf Neff und dann auf dem achten Platz Thomas Litscher. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Weltcup in Albstadt.